Wir sind gut. 12:15 Uhr und wir haben es geschafft. Wir sind drin im Innenhof des Dogenpalastes. Geradeaus eine Kapelle und der Durchgang zum Dom. Rechts und links. Oh, da guckt der Markusturm über das Gelände. Auf der hier linken Längsseite befanden sich die Prokuratien, Verwaltungsräume der ehemaligen Republik und rechts sämtliche Räume der Regierung und Wohnung des Dogen. Viele der Räume dienten natürlich auch zur Repräsentation und der Hof war damals für jeden zugänglich. Dies ist die letzte von ehemals vier Treppen, wo der Doge sich dem Volk zeigte. Jetzt schauen wir mal, was diese imposanten Gebäude denn innen zu bieten haben. Über die Republik zu sprechen ist unmöglich, denn hier kommt es in jedem Saal zum Gleichen. Eine Drehung um 360 Grad und dann den Kopf heben. Diese Masse an Prunk, Gold und Werken von mindestens 12 bedeutenden Künstlern ist einfach unglaublich. Beginnend mit dem Wohnraum des Dogen wurden wir durch etliche Räume geführt. Der war allerdings leer, denn der Doge, auf Lebenszeit gewählt, brachte jeweils sein eigenes Mobiliar mit. Wir wurden durch diverse Räume geführt, wie zum Beispiel Warteräume für Besucher aus dem Ausland, den Raum mit vier Türen, die Ratskammer, wo sich der Senat auch traf mit Botschaftern und Personen anderer Länder, die Senatskammer, die Kammer des Zehnerrates, zuständig für Schutz und Strafen, den Scrutinio-Raum. Und ich kann sie anhand dieser Bilder jetzt gar nicht mehr identifizieren, das war zu viel. Für mich ist faszinierend, wie sich der Status einer Republik über 1000 Jahre, nämlich von 500 nach Christus bis 1866, glaube ich, halten konnte. Das Volk, sprich jeder Bewohner, wählte den Dogen. Und dann war es egal, welchen Standes er war. Es gab insgesamt 110. Einer davon wurde geköpft, weil er offenbar einen Staatsstreich plante. Die Serenissima, die Durchlauchtigste, wie sie heute noch genannt wird, hatte anfangs ein ganz faires Regierungssystem. Es kamen immer mehr Leute, die Arbeit suchten. Die wurden erstens fair bezahlt, zweitens wurde Venedig sehr oft von der Pest oder Cholera heimgesucht, und in diesen Zeiten achtete die Regierung darauf, dass die reichen Händler oder die Reichen für die Armen Notküchen baute, Krankenhäuser baute und regulierte die Preise für Mehl und Brot, damit sich die Ärmsten das immer noch leisten konnten. Jetzt erstmal wieder zurück. Im Palast wimmelt es von Verbindungs- bzw. Geheimgängen. Und man hat nicht nur in der Stadt, sondern auch dort Briefkästen eingerichtet, wo jeder Missstände anzeigen konnte, mit der sich die Regierung auch befasste. Das durfte auch anonym sein, und was hier aussieht wie ein Schrank, ist einer dieser Geheimgänge. Das Arsenal entstand, wo man nicht nur Handels-, sondern auch Kriegsschiffe baute. Jetzt geht's in die Waffenkammer. Hier sind schon mal überall Gitter. Es entstanden Handelsplätze entlang der Ostküste, in Zypern, auf Kreta, besonders in Ägypten und im Orient, wo man Gewürze, Seide, Samt, Teppiche, Wertgegenstände, Gold und viele andere Sachen kaufte und diese dann ins Hinterland, nach Oberitalien, über die Alpen, nach Österreich, nach Deutschland, nach Frankreich etc. weiterverkaufte.
Nichts war teurer als Pfeffer und damit begann der enorme Reichtum. Die Venezianer mussten ein enormes diplomatisches Geschick haben, schlossen Verträge ab, nicht zu vergessen Byzanz bzw. Konstantinopel bzw. was heute Istanbul ist, und bauten auch überall ihre Vertretungen auf. Für mich waren sie nicht nur clever, sondern Schlitzohren. Jetzt aber erstmal wieder in den Saal des Großen Rates. Hier ist Il Paradiso, direkt über dem Sitz des Dogen. Schauen wir mal oben auf die, ich sag mal, Bordüre. Dort sind jeweils 2 von insgesamt 76 Dogen aufgezeichnet und das, was sie erreicht haben. Da sollte Marino Faliero, der 55. Doge, sein. Hier aber nochmal deutlich, dass er eliminiert wurde von Tintoretto mit der Bemerkung, dass er geköpft wurde, weil er kriminell war. Wir sehen ihn hier unten auf der Treppe knien, rechts von ihm schon der Henker. Nochmal zurück zu Il Paradiso. Das wertvollste und weltweit größte Kunstwerk von 22 x 7 Meter Öl auf Leinwand von Tintoretto, der damals schon 70 Jahre war und 4 Jahre mit Helfern daran gearbeitet hat. Man sieht über 500 Figuren und kann sich eigentlich gar nicht satt sehen. Aber auch der Saal hat es in sich. Mit 54 Metern Länge und 25 Meter Breit zählt er zu einem der größten freistehenden Säle der Welt. Und hier im Scrutinio-Saal sehen wir oben wiederum das Andenken an die weiteren Dogen. So, und bevor man all diese Eindrücke verkraften kann, führt es uns jetzt in das genaue Gegenteil, nämlich über die Seufzerbrücke. Da sind wir gespannt auf die Gefängnisse und wenn es euch einigermaßen gefallen hat, würde ich mich sehr über Abos freuen. Danke fürs Anschauen.